Okay. Ja, hallo Leute, ich und Alex werden heute ein Hallo liebe Leute! Ich werde heute ein Video drehen mit Alex und zwar heute geht es darum, dass wir uns Fragen gegenseitig beantworten. Und ja, fangen wir an. Warum kann man das nicht sehen? Wartet kurz. So, besser? Ja. Yeah. Okay, fangen wir an. Mehr? Oh, so, passt. Passt. Oh, echt klein, guck mal. Ja, sag erst mal, was wir machen. Ja, ich hab's ja schon gesagt, gegenseitig Fragen beantworten. Oder ist es nicht so? Nein. Was dann? Wir machen Q&A. Also, ja genau, wir machen ein Q&A heute. Q&A. Okay, machen wir jetzt. Question number one. Ich schaue immer noch in diese. Ich auch. Ja, wir sollten uns daran gewöhnen. So. Die Fragen sind auf Englisch, weil ich habe irgendwie keine deutschen Fragen. Ich sag's auf Deutsch einfach. Ja. Okay, dann sag ich. Okay. Wo habt ihr euch als erstes getroffen? Wo haben wir uns? Sag wir, warum ihr? Wir reden ja über uns. Okay, wir haben uns als erstes bei einer Hausparty getroffen. Ja. Und ja, ich fand Alex ziemlich komisch am Anfang, weil... Und sie hat voll auf mich gestanden. Das denkt er übrigens. Voll auf mich gestanden. Also hast du es auch gewusst, Schatz, wo wir uns kennengelernt haben? Was? Ja, also wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Was habe ich gewusst? Ob du es auch gewusst hast. Was habe ich gewusst? Ja, ob wir, dass wir uns da das erste Mal gesehen haben. Du musst das... Ja, bei der Party. Ja, also, das musst du vor der Ja, bei der Party. Okay. Dann die nächste Frage. Also Alex albert immer so rum, dann wird das Video so lang, deswegen muss ich ihn ein bisschen stressen. Ja, bei der Party. Okay, dann nächste Frage. Wo war euer erstes Date? Ja, du sagst es als erstes. Unser erstes Date war? Für ihn war alles ein Date. Was? Ja, ist so. Warte mal, wo war also ich hab unser erstes Date? Ich habe eigentlich alles Freundschaft. Geh ein bisschen zurück, man sieht mich so. Du bleibst jetzt hier stehen. Ja, oh Typ, da sieht man mich nicht. Doch, man sieht dich. Man muss mein schönes Gesicht sehen. Schatz. Na, Schatz, schau, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Es du schaut besser aus, wenn wir näher sind. Ja, aber dein Kopf ist abgeschnitten, guck mal. Ja, dann tu höher. Ja, noch höher, oder? Ja. Ja, aber dann sieht man mich nicht. Warte kurz, ich weiß schon. Diese Unterbrechung, aber jetzt sind wir wieder zurück. Weiter mit den Fragen. Wo war ja euer erstes Date? Was würdest du als unser erstes Date bezeichnen? Ich muss kurz überlegen. Boah, ich weiß nicht mehr. Weil wir, irgendwie haben wir das nie so gleich offiziell gemacht, ja, wir sind zusammen, sondern erst alles später. Mhm. Ich weiß nicht. Okay, weiter. Wir wissen es nicht, weil... Sagen wir die Rippchen. Ja, die Rippchen, das war freundschaftliches Treffen, aber... Warte. Was war euer erster Eindruck voneinander? Also ich fand ihn komisch, du? Und ich wusste, dass sie so auf mich steht. Also das so denkt er, ich so hab's euch gesagt. Von. Sie hat mir geschrieben, ja, nach dieser Party, wo wir uns getroffen haben. Na, schaut mal, weil ich Alex ja, so komisch weil fand. Sie mich so komisch nein, fand. Ah, weil sie mich mal, interessant fand. Nein, lass mal aussprechen, Schatz. Na, weil ich habe Alex voll komisch gefunden, haben mir gedacht, okay, ich schicke ihm mal das Bild, was ich von ihm habe. Und ich habe da nichts weiter gedacht, aber er denkt, ich bin auf ihn gespannt. Sie steht auf mich. Siehst du, was jetzt sonst hätte ich schon früher, sonst hätte ich schon früher Alex bekommen mit 16. Wenn ich wollte. Wenn ich wollte. Okay. Und mein erster Eindruck, also habe ich ja gesagt, dass du voll auf mich stehst. Na. Sie steht auf mich. Okay. Wer hat als erster... Cut. Wer sagte als erster, ich liebe dich? Habe ich das gesagt? Ne? Du hast ja, jeden okay, Schritt schau. Als erster gemacht. Na, das stimmt nicht. Aber ich habe wirklich als erstes, ich liebe dich gesagt. Aber er hat mich gefragt, ob wir zusammen sind. Das war der erste Schritt. Hey, warte mal. Du, weiter du stellst jetzt. Mich da so vorher. Na, aber weil es die Wahrheit ist, Leute. Nein,
Zweiter. Komische Angewohnheiten voneinander. Was sind meine komischen Angewohnheiten? Fang du erstmal an. Boah, das, da gibt es zu vieles, aber ich, entweder, also sollen wir grausige Sachen sagen oder? Einfach komische Angewohnheiten. Alex lässt alles liegen und stehen und ich zuck immer aus. Das ist etwas, was nicht so toll ist an ihm. Wir haben komische Angewohnheiten gesagt und nicht. Ja, aber was ist da? Ja, er furzt halt viel. Gehört das dazu? Das sind eklige Angewohnheiten. Ja, was dann? Komische Angewohnheiten. Das ist komisch für mich. Ja, sag du. Ja, sag du, Schatz. Ihre komische Angewohnheit ist, ihre Füße in mein Gesicht ja, genau. reinzutun. Das stimmt nicht. Doch. Das stimmt nicht. Er lügt. Das, man hat es schon lügt. So oft gemacht. Er lügt sowas von. Nein. Na, ich mach das wirklich nur, weil ich Alex nerven möchte. Ja, genau. Er denkt, ich bin Food-Fetischist. Sicher bist du ein. Dabei bin ich das gar nicht. Warte mal. Achso, ich hab gewonnen. Ja, Alex nimmt gerade an so einem Wettbewerb teil. Also, da kam also ein Gewinnspiel. Und ja, man muss ja jemanden kommentieren und da kann man was gewinnen auf Instagram, aber. Ich glaube, er gewinnt nichts, weil er hat schon 10 Mal mitgemacht. 16 Mal. 16 Mal. Wohin ging eure erste Reise? Nach Santorini. Nach Griechenland. Ja, genau, das war echt schön. Ich war da schwanger und da hat uns eigentlich jeder gesagt, ich dürfte nicht reisen, bla bla, aber ich bin trotzdem. Gott geht. Aber ich bin trotzdem gegangen. Das war mir so egal, weil es war mir wichtig, dass ich und Alex noch die Zeit genießen, bevor Junior kommt. Ich bin so neugierig, welche Fragen da drin sind, denn ich weiß nicht. Ich habe es mir nicht durchgelesen und er auch nicht. Das Erste, was wir voneinander gemerkt haben. Es ist nämlich wirklich alles auf Englisch, das ist das. First thing you noticed about me. Was hast du als erstes bemerkt an mich? Oder so, oder? Was hast du als erstes bemerkt an mich? Voll guter Schauspieler. Was hast du als erstes bemerkt an mich? Ich weiß nicht, deine Haare? Was ist mit meinen Haaren? Was ist mit meinen Haaren? Das, die Frage ist ein bisschen komisch. Ich meine, ich schaue ja jemanden gleich an. Du hast, schau, sagen wir so. Ich habe dich zum ersten Mal gesehen. Und dann, was hast du? Was hast du, ist dir als erstes aufgefallen? Was ist dir als erstes aufgefallen an mir? Nicht äußerlich oder entweder äußerlich oder charakterisch. Er ist lustig. Das habe ich mir am Anfang gedacht. Du standest auf mich. Das denkt er. Also sie hatte zu dem Zeitpunkt Sidecut und rote Haare und ich habe gedacht, what the fuck, sie ist Asiatin, Sidecut und rote Haare. Ja, das war eben, kennt ihr das noch von früher, wo man hier einen Sidecut gehabt hat? Ich habe das mitgemacht und meine Haare waren so seitlich, Cassie-like. Okay, das war halb so cool, wie du dachtest. Okay. Was pisst dich an? Oh. Also... Dass ich unordentlich bin, pisst sie am meisten an? Ja, das ist das Einzige. Was pisst mich an? Ja, sag. Wenn ich meine Ruhe haben will, dann will ich meine Ruhe. Und dann lasse ich Alex echt nicht in Ruhe. Weil ich weiß nicht, weil es gibt so viel zu machen. Und bei mir ist es so, ich habe innerlich so ein Kribbeln, dass ich ständig was machen muss und erledigen muss. Also ich weiß nicht. Nächste Frage. Worin bin ich gut? Worin bist du gut? Also Alex kann gut kochen, er ist lieb und ja, er liebt mich. Das kann er gut. Nee, Spaß, wirklich. Er kann wirklich gut kochen und er ist sehr fürsorglich. Er ist ja vage, deswegen. Das hat auch mit dem Sternzeichen. Okay, ich höre damit auf. Ich glaube ganz viel an Sternzeichen, weil Alex ist ja auch so ein ausgeglichener Mensch und ich bin eher so hysterisch und ja.
Und bei dir? War bei mir? Na, bei mir nicht. Sie kann sehr gut planen. Egal was, sie plant immer. Das stimmt. Sie Was kann kann ich sehr gut noch? planen. Also putzen gehört nicht dazu. Putzen kann sie nicht gut. Das ist etwas, was ich über alles hasse. Ich mache wirklich alles, gehe einkaufen, ich mache die ganzen Papiere, alles, alles. Aber putzen tue ich echt nicht gerne. Aber sie macht's. Ja, ich mache es trotzdem. Aber irgendwann einmal, ich sag's euch, ich werde wen einstellen. Also bewirbt euch schon. Okay, du bist dann noch gut in. Darf ich das hier sagen? Nein, das Okay. nicht. Okay. Das bin ich nicht gut drin. Sie sagt Haushalt, sicher Haushalt. Ja, Haushalt und er vergisst Sachen. Also wenn ich ihn irgendwas beauftrage, dann vergisst er es. Deswegen sage ich immer, bitte schreib es dir auf, aber das wird zum Beispiel auch nicht gemacht. Und was ist an mir so? Was ist an mir? So So. scheiße. So scheiße. Wer sagt, wer Ja, redet von schlecht, Scheiße? also worin ich nicht gut bin. Du bist nicht gut in Kritik. Kritik kann sie nicht einstecken. Das stimmt. Sie ist eine schlechte Verliererin. Echt jetzt schon. Nein, Spaß. Na, sag jetzt. Nein, du bist nicht gut in Kochen. Nein, kochen kannst du. Okay, kochen kann ich jetzt. Mittlerweile kannst du kochen. Ja, halbwegs. Mit Anleitung. In was, Chris? Was bist du nicht gut? Ah, weniger Zeit am Handy verbringen. Ja, das kann ich echt schlecht. Denn ich habe immer das Gefühl, ich muss immer erreichbar sein für jeden und ich muss sofort zurückschreiben. Ich weiß, dass Alex extrem nervt und ich versuche das eh einzustellen. 24/7 am Handy, diese Frau. Schau, so sehr liebe ich euch. Ich weiß nicht, ob sie dich lieben. Also, was hast du am liebsten an mir? Ja, dass er einfach mehr an mich denkt als an sich selber. Und jetzt du? Stimmt. Stimmt. Ja, und das gehört, finde ich, wirklich zu einer Beziehung dazu. Ja. Scheiße. Okay. Bei mir Mein Lieblingsfeature an dir ist, ist. wir sind wie beste Freunde. Ja, das stimmt. Das Das ist ist echt lustig. Also er nervt mich, ich nerv ihn und das ist super. worüber diskutiert ihr am meisten? Haushalt. Haushalt. Und sonst? Bei dir so? Ich habe schon gesagt, Haushalt. Haushalt. Weil Alex wirklich alles liegen Haushalt. lässt. Es ist so, er ist wie eine Schlange. Also er macht mehr Chaos als wie Junior. Okay, fast. Fast. So viel Chaos wie Junior. Okay. Junior. Babunio. Was für komische Hobbys habt ihr? Also ich habe, also Alex hat komische Hobbys, zum Beispiel, dass er so gruselige Sachen anschaut auf YouTube und das macht mir ein bisschen Angst. Und ich sage immer, bitte schau dir sowas nicht an und so kriminelle Dokumentation, Das ja. ist voll cool. Und was sagst du bei mir? Dein größtes Hobby ist. Dass du denkst, du kannst singen. Ja, Eins stimmt. erstmal. Ich kann echt, ich denke echt, ich kann singen. Ich denke wirklich, ich habe eine schöne Stimme wie Junior weint Ariana immer. Grande. Ja, Junior. Der beste Kritiker, Junior. Seit er noch klein war, hat er schon angefangen zu weinen, wie ich gesungen habe. Meine Stimme liebt er. Scheiße.
no, bro, no. Das musste echt sein, schon. Wo geht der am liebsten essen? Ich weiß schon, wo. Achso. Ja, bei ihm natürlich, das ist eh klar, aber das ist wirklich klar. Es gibt nicht viele Restaurants, die gut sind, aber beim Türken da. Sofra. Sofra, ja. Das ist kein richtiges Restaurant. Okay. Das ist ein Imbiss. Dann? Hirschenwirt. Ja, Hirschenwirt ist gut. Und ja, das war's. Es gibt nicht viel. Okay. Beende den Satz. Du bist mein. Ja, du bist Erster. Achso. Du bist mein Sonnenlicht. Ich liebe dich und vermisse dich. Jetzt du? Du bist mein Teddybär. Will man das als Mann sein? Ja. Alex ist echt mein Teddy. Ich sag immer, er ist mein Teddy. Ich finde das süß. Ich nenne Alex so. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Was? Wie nennt ihr euch gegenseitig? Wir nennen uns. Also ich nenne Schatz. Nein. Am meisten nennst du mich Liebling. Ja, Schatz, Liebling. Na, ich wollte jetzt alles aufsagen. Also. Schatz, Liebling, Teddy. Wenn er nicht Stinker. Also ja, Stinker nenne ich Alex meist. Was noch? Wenn er nicht dich am meisten? Babe. Babe eigentlich nur. Er nennt mich nur Babe. Ich glaube, das ist kein Männerding. Na, ich glaube auch nicht. Oder mein Häschen. Mein Häschen. Okay, Leute, das war's. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für uns, was wir als nächstes machen können, dann sagt uns Bescheid. Vergiss nicht, mein Video einen Daumen hoch zu geben und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Glocke nicht vergessen. Genau.